Beim Verleih der Skiausrüstung ist ganz wichtig, dass der Ski richtig eingestellt ist, dass der Z-Wert auch passt. Es ist schon wichtig, dass der Schuh gut passt. Der Z-Wert ist die Einstellung der Feder von der Bindung. Das heißt, das kommt aufs Gewicht und auf die Größe drauf an. Beim Sturz, dass die Feder einfach im richtigen Moment aufgeht und du aus dem Ski fliegst, nicht, dass du das Knie verdrehst oder so weiter. Bei uns gibt es Freeride-Ski, bei uns gibt es Powder-Ski, Slalom-Ski, Riesen-, Dorlauf-Ski, Langlauf-Ski, Touren-Ski. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also als erstes kommt der Kunde einmal ins Geschäft und kann direkt einen Check-in machen. Da muss er die Größe, sein Können und das Gewicht eingeben. Danach stellen sie einen Fuß auf eine Schuhlehre und ermitteln seine Größe, geben ihm den passenden Skischuh. Danach fragen wir ihn, was er für einen Ski braucht und anhand von dem geben wir ihm dann den richtigen Ski. Du musst schon richtig in den Ski stellen. Du stellst den richtigen Z-Wert in und du schaust am Schuh, was der Schuh für eine Sohlenlänge hat. Und anhand der Sohlen, die was auf deinem Ski stehen, kannst du den Skischuh dann reinpacken. Falls sich der Kunde für den Kauf eines Skischuhs entscheidet, machen wir einen 3D-Scan des Fußes am Fußscanner. Dazu zieht er Socken an, die extra für den Fußscanner konzipiert wurden. Dann fährt er eine Kamera um ihn herum. Wir werden dann beide Füße abgemessen. Dann sieht man genau, wie lang beide Füße sind. Da ist meistens ein Unterschied von 1-2 mm. Und dann kann man dann herausfinden, wie breit der Fuß ist, wie hoch der Fuß ist und dann den passenden Skischuh dafür geben.